Vox Populi wieder mal. Das Pack rennt herum, verbreitet Lügen und sät Zwietracht. Keine Angst, ich weiß Rat. An die Flinte und los geht's. Sie haben sie das Zeug, unsere Stadt zu verteidigen? Natürlich. Jetzt ziehen Sie und holen Sie diese Vox vom Himmel. Treffen Sie genug, gibt's einen Preis. Alles klar. Ups, Zwanzig Stück muss ich wieder runterholen. Drei Stück haben wir. Seht ihr, wenn er jetzt der Arm noch weiterläuft? So, jetzt wird's anstrengend. Jetzt kommen viele, den krieg ich da. Mist, 12. Oh, wie der nachlädt. Verdammt, komm schon. Mist, 18. Ah, Kacke. Ah, am liebsten würde ich jetzt nochmal. Siehst du hier? Columbia Verlosung, schon wieder. Jungs, das ist so nicht in Ordnung. Ernsthaft. Das geht so nicht. Kann ich den Hammer hier irgendwie nehmen? Hol den Lukas, genau. Jawohl. Bing! Ha! Ein Kinderspiel. Preise? Hallo, Preis? Kein Preis, leider nicht. Hot Dogs! Hot Dogs! Alexander Hot Dogs! Columbias Beste! Jeden Cent wert! Alexander Hot Dogs. Die Wunde an Fortschritt und Wissenschaft, die wir schon erlebt haben. Bald schicken Fink und Lotes Menschen zum Mond. Wäre das nicht verrückt? Mondmenschen. Hink und Cortez. Was ist ein Voxaphon? Was ist ein Voxaphon? Wie der Name sagt, ein Stimmen-Wiedergabegerät. Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstration, Sir. Will ich dir auch geraten haben hier. Kerl. Hast du schon neue Kräfte hier ausprobiert? Normal warte ich, bis Fink die Kinderkrankheiten behebt. Ist sicher. Okay, also wir sollen den Verkaufsautomaten. Oh, bist doch immer nicht früher. Verkaufsautomat, warte mal, jetzt probieren wir nochmal N hier, genau. Schön, aber ich kann die nicht auseinander. Ah, sieh an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie bloß vorhin nicht erkannt? Komisch. Schön, einen Gentleman Ihres Formats auf unserem Jahrmarkt begrüßen zu dürfen. Was mit euch hier? Oh. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? 12 zu 0, ich nehme auch Kopf. Zahl. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch, nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Also, die Liste ist wohl eindeutig. Das Ding hat wohl nur Kopf. Was ist denn das? Kann ich das irgendwie benutzen? Das sieht irgendwie so aus, als ob man das benutzen kann. Silver Eagle. Oh, so, was hat man jetzt hier? Gesundheit, Salz. Gesundheit, Salz ist sowas wie. Ja, unsere Kraft, sage ich mal, unsere Kraftressource. Wie desorientiert. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mary, du bist wieder mal unmöglich. Aber wirklich, Mary, dafür esse ich dir jetzt deine Erdnüsse weg. Das heißt, die Vater Franklin-Automaten werden bald frisch bestückt. Vater Franklin-Automaten? Wo müssen wir nochmal hin? Ah, jetzt müssen wir da lang. Okay.
Mein Vorbild? Nun, Lady Comstock natürlich. Der Prophet segne und beschütze sie. Ach, die arme Frau, was die gelitten hat. Vielleicht macht noch keine Heilige. Nun, es schadet auch nicht. Leid macht keine Heilige. Das ist erstmal soweit richtig. Kommen wir noch irgendwo hier, genau. Zerriegel. Reich. Manni, schlampig. Hast du den gekriegt? Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Alter. Ja, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox verprügeln. Hör auf, wo du mit dem Ding hinhältst. Kerl. Weiß mir nur den Kopf ab. Was war das? Was war das? Picknickkoffer. Mit Geld bestückt, jawohl. Piu, piu. Ja. Euer und Gendarm oder was? Madame Lutèce, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße. Was zum... Du sollst den Falschnoten an seinem Zeichen erkennen. Und wir hatten... Ups. Mist. Oh, ich muss mir das mit der rechten Maustaste abgewöhnen. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auf der rechten Maustaste irgendwas zu haben, was man benutzen kann und nicht schießen. Jeremiah Fink möchte, dass du die Verlosung am 6. Juli besuchst. Ich? Okay, gut. Was ist denn hier los? Gleich geht's los. Darauf habe ich schon das ganze Jahr gewartet. Man will sehen. Ich habe da so ein Gefühl. Du hast immer so ein Gefühl. Du hast immer so ein Gefühl. Schön. Und ihm? Achso, das ist ja... Gibt's da eigentlich auch mal was anderes? Hier gibt's auch nichts weiter. Also... Da hinten ist noch ein Fass. Schokolade. Yum. Boah. Das Spiel macht voll hungrig. Oh, Gesundheit. Zuckerwatte! Hey! Zuckerwatte! Nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen! Hey, Mister! Ja? Sorry, ich kauf nichts. Dummchen! Die Verlosung kostet doch nie was. Erleben Sie hinterm Mond? 77. Oh. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke in die Daumen. Bring mir die Trommel! Und wir sollten doch... Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Kolumbien? Also dann, die Gewinnzahl ist... 77. 77! Tja, was sagt man dazu? Ja, war ja sowas von klar, oder? Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis! Der erste Wurf! What the fuck? Bitte, bitte, ich weiß, es war meine Schuld. Bitte, bitte, nein. Bitte, gern. Bitte, was tut sie? Na los, wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Was ist, was geht ab? Rassist? Oh, was? Zum Paar werfen, zum Werfer sagen. Hier. Aufs Maul! Moment. Da ist er! Oh. Oh.
hast du das Brandzeichen her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Nö. Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Alter, lass mich los. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. Oh, es geht ab. Alter. Jawohl. Was? Mittlere Maustaste zum Nahkampf. Die alle auf einmal weg sind. Wow. Jungs. Ah. Wenn du einen Totkopf auf dem Gegner siehst, kannst du mittlere Maus gedrückt halten, um ihn zu erledigen. Okay. Aua. Gut, Leichen plündern. Also, Leichen plündern ist jetzt nicht cool, aber es gibt halt Geld. Oh. Weg. Aua. Cool. Oh, was, wo denn? Ich hab jetzt hier keinen gesehen. Was hab ich getan? Wo bist du vor allen Dingen? Was? Die kommen doch von da oben. Wow! Alter! Hey, der hat eine Waffe. Jetzt habe ich auch eine Waffe. Hey, das Monument Island, da hätten wir hingemusst. Hallo. Hey. Verdammt. Oh, Gesundheit. Ah, stimmt, ich muss auf meine Gesundheitsleiste achten. Die ist aber auch so klein, unscheinheilig da oben. Was war das? Salz voll. Kiste leer. Ah, toll. Boah. Okay, das ist... Auf dem Daumen-Button ist Zoom. Ich hab's ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja. Ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. What the fuck? Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. So, das... Wie war was? Wie? Hui! Hui! Schön! Schienen können wir übernehmen, hieß es. Und
Okay. Okay.